So, damit ein Hallo und herzlich willkommen wieder zurück und ja, wir werden jetzt mal gucken, ich will, nee, ich will nicht. Geheimnisse haben wir noch ein paar, wir sehen's. Annehmungsfragmente haben wir auch noch nicht alle, aber das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Ich möchte jetzt eigentlich eher gerne mal gucken, was denn unsere Schiffe machen. Unsere Flotte müsste ja fertig sein. Ja, hier hinten sehen wir es, hier muss auch noch ein bisschen gebastelt werden, ne? Ich vermisse gerade von dem Origins so ein bisschen diese Scan-Funktion, die einem in der Nähe so Sachen anzeigt. Das ist echt ganz angenehm, muss man wirklich sagen. Das erleichtert einem vieles. Also zum Beispiel, um zu finden, welche Kisten kann ich mitnehmen oder gibt es hier irgendwas Interessantes. Ja, sind unsere ganzen komischen Figuren und Schatztruhen und sowas. So eine ganze seltsame Krams, den wir hier so haben. So. Wie gesagt, die müssten ja alle fertig sein. Also richtig viel Geld werden die nicht bringen, ne? Die meisten Missionen waren so wie diese hier. Ja, oder mal eine, die ein bisschen mehr brachte, aber so richtig mega viel ist das noch nicht. Ah, gut, okay, doch. So ein bisschen was haben wir schon, aber wir brauchen halt sehr, sehr viel noch, ne? So, dieses tolle Gemälde werden wir wahrscheinlich jetzt bei uns, auch das werden wir wahrscheinlich jetzt hier im Haus haben. Können wir gleich mal gucken. Ui, das ist jetzt schon und. Aha. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendwas noch nicht gehabt? Ja, aber da haben wir auch nicht die Materialien für. Wie sieht's denn hier aus in Portugal? Ja, da haben wir auch nicht die Materialien für. Das würde sich sogar echt lohnen. Nordafrika. Da fehlen uns ein paar. Kapwert, ein alter Franzose. Mhm. Ui. Gut, dann müssen wir das hier befrieden. Und natürlich reparieren. Ja, ich weiß. Es gab ja, ich muss mal gucken, ich habe glaube ich die Apps gibt es noch, da kannst du dann ja auch entsprechend hier deine Flotte, war glaube ich so, dass man da dann zusätzlich Sachen verdienen konnte. Muss ich nochmal gucken, vielleicht mache ich das nochmal. Toll. Könnten wir jetzt auch bitte das Feuer eröffnen. Viel zu schwach. Okay, das ist schon mal in Ordnung. Ich hätte auf das Kriegsschiff geschossen. Ehrlich gesagt. So. So, dann gucken wir mal hier mal weiter. So, was haben wir denn da? Dann machen wir eigentlich die nächste Seeschlacht. Da, mal gucken, die Schiffe auswählen. Welche nehmen wir denn? Genau das, das und das. Alles schön reparieren. Genau, so. Dann hoffen wir mal, dass wir die notwendigen Sachen dann bekommen, die wir brauchen, um denn dann vielleicht die Mission starten zu können. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich habe extra die Kopfhörer schon runtergeschraubt. Aber es ist halt echt Wahnsinn, wie viel lauter diese Geräusche als das normale Spiel sind. Das ist so unsinnig und irgendwie total bekloppt, aber. Na gut.
Nimmt man was aus, wenn man schneller schießt. Nehmen wir die hier. Einfach nur, damit die jetzt nicht so die ganze Zeit immer wieder auf uns draufballern da. Und die sind doch schneller. Ja gut, das ist ein Schoner nur, ne? Schon wieder echt mit euren Fässern. Zum Glück machen die so gut wie keinen Schaden. Also zumindest nur sehr wenig. Und den machst du platt. Ah, sehr schön. Du machst den anderen jetzt. Also war die Taktik ganz okay, dass wir das so gemacht haben. Ach, da bin ich beruhigt. Und alles nur fürs liebe Geld, ne? Aber ich glaube, da haben wir jetzt genug für die Mission. Wenn ich das sehe. Ja, da haben wir sogar noch ein paar mehr. Puh, also die Mission für 5000 werden wir auf jeden Fall machen. Natürlich reparieren wir das, klar. Die hier natürlich auch. Die geht nicht mehr. Da fehlt uns was dafür, aber das ist nicht so dramatisch. Ich repariere mal vorsichtshalber. Ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwas sagt mir, ich muss das tun. Aber das ist nicht schlecht hier mit den Missionen, die wir jetzt haben. 45 Lagerraum. Ja, ist natürlich... Ne, 40 und dann geht es nur wieder höher. Bisschen Verschwendung eigentlich, wenn man so nimmt, aber gut. Was soll's. Was haben wir denn hier noch? 800. Ist gefährlich. Na, dann werden wir doch mal hier. Wenn es nur gefährlich ist, geht das. Dann schaffe ich das mit einem Kriegsschiff. So, dann bitte los. Ja, das war, also, dann werden wir heute nicht mehr so viel schaffen, aber zumindest haben wir dann alles vorbereitet, dass wir beim nächsten Mal ordentlich wieder Geld haben. Oder sollten wir zumindest. Und dann... können wir wahrscheinlich dann noch einen Ausbauwagen. Unten war ja auch noch was. Vielleicht sehen wir das dann auch. Das ist super. Yay, das ist gut. Das müsste es ja eigentlich sicher sein, ne? Ja, riskant. Okay, gut. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, wenn wir eine Mission noch nicht haben, wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir die noch machen können. Aber ich glaube, das Schiff hier wird die nicht schaffen. Wie sieht es denn da jetzt aus, wenn das repariert ist? Ja, gut, dann machen wir das so. Ich denke, das ist in Ordnung. Und die andere Mission machen wir auch einfach deswegen schon. Weil sie nochmal wieder 1000 bringt. Hätten wir auch schon alles. Gab es hier eine? Oh ja. Guck mal, 1000. Ja, die, das Schiff schafft es. Okay, das ist gut. Und hier. Ja, nehmen wir das. Noch wieder Ressourcen für. Also man sieht, man kann gar nicht genug Ressourcen haben, ne? Im Endeffekt. Oh, schicken wir einfach das jetzt da hin. Wie viel waren das jetzt? 1000 irgendwas? 1700. Na ja, gut, auch. Nicht verkehrt. Dann los. Tja, und dann, genau, gucken wir nochmal nach unten. Ja, mit dem... Ich zocke jetzt momentan ganz viel noch Origins, weil ich das noch nicht zu Ende gezockt habe selbst. Und bevor wir dann nämlich nach dem hier... Und also gut, wir haben den fünften Teil, was ich hier in Frankreich, und dann den sechsten Teil in London. Und dann erst gehen wir ja Richtung, Richtung Origins. Aber das geht halt manchmal schneller, als man denkt. Wobei, naja, die Assassin's Creed-Teile ja immer recht lange sein. Ich muss aber gerade der sechste Teil...
mit den DLCs und gerade mit dem Jack the Ripper-Ding. Da saß ich echt wirklich lange, lange dran. Da habe ich viel, viel Zeit mit verbracht. Das hat auch Laune gemacht, muss man halt wirklich sagen, ne? Was ist denn hier los? Ein guter Kapitän sorgt für seine Männer, ja? Die Matrosen sind, wie sagt man, enttäuscht, dass es hier keine Frauen gibt. Ich weiß, wo wir welche finden, aber wir müssen ihnen ein Zuhause bauen. Wie viel willst du denn haben? Ja, habe ich gerade da. Na gut, dann. Eigentlich würde ich sowas ja nicht unterstützen, aber es ist zum Glück nur ein Spiel, denn ich finde sowas eigentlich ziemlich schlimm. So. Ich glaube, das war's dann, ne? Dann haben wir hier alle Sachen soweit gebastelt. Cool. Okay, ja. Oder ist hier noch irgendwo was? Nee, ne? Hier können wir nur würfeln. Hier kann ich würfeln. Und was machst du hier? Crew anheuern. Ja, das können wir machen. Aber da brauchen wir auf jeden Fall welche. Achso, nee, brauche ich nicht. Puh, okay, na gut, dann nicht. Dann nicht. Nun denn, verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.